Hey, ich bin's, Michael. Begleite mich auf meine 1400 Kilometer lange Spendenradtour nach Kroatien. Ich möchte gerne aufmerksam machen auf Multiple Sklerose, wo ich selber dran erkrankt bin, und Spenden sammeln für den Tierschutzverein Lesica Hundehilfe Varazin e.V. So, hier wird nochmal geladen. Da vorne steht das Fahrrad. Nochmal eben einmal den Akku voll machen. Hier haben wir nochmal frisches Quellwasser. Also ein bisschen Angst habe ich ja gleich. Mach gleich innerhalb von 26 Kilometern 1000 Höhenmeter. Da geht es kontinuierlich den Berg hoch. Ich hoffe, das wird alles klappen. Wir hören wieder voneinander. Jetzt fährt man stundenlang den Berg hinauf und wieder runter. Das Ganze in einer Viertelstunde erledigt. Super! Ja, hallo zusammen. Heute waren es 98 Kilometer und irgendwas mit 1400 Höhenmeter vom Karwendel-Campingplatz hier zum Campingplatz Maria. Die Höhenmeter kamen alle auf einmal. Ihr habt es in den Bildern schon gesehen. Sehr, sehr fordernd. Wirklich, wirklich anstrengend. Trotz E-Bike ein Irre. Aber auch mit einer super geilen Aussicht belohnt und auch nachher durchs Tal die Fahrt. Also ganz tolle Eindrücke und Bilder, die sich da in mir festgebrannt haben. Also wirklich. Wirklich eine klasse Strecke und ein toller Tag. Ich bin total fertig, aber es war klasse. Ich werde jetzt noch ein bisschen Wunden lecken und dann was essen, mich frisch machen oder andersrum und dann hören wir wieder voneinander. So, hier in der wunderschönen Abendsonne am Campingplatz möchte ich mal einmal kurz was erklären. Einige von euch werden sich sicherlich gedacht haben, was hat denn der Kerl da immer für eine 70er-Jahre-Kotelette an seinem Helm? Diese hier. Die hat folgende Bewandtnis. Meine Frau hatte eine super Idee. Ich trage hier Ohrknochen-Kopfhörer, die gleichzeitig auch als Mikrofon sind. Also zumindest das auf der rechten Seite. Da ist ein Mikrofon dran. Und da das Ohrknochen Kopfhörer sind, kann man da nichts drüber stülpen als Windschutz. Das heißt, meine Frau hatte die glorreiche Idee, einen alten Wollsocken über meinen Gurt hier vom Helm zu nähen und der dient jetzt als Windschutz und somit kann ich unterwegs telefonieren. Geil, oder? Sieht scheiße aus, ist aber total smart. Also, da die Erklärung. Eine 70er-Jahre-Kotelete, andere Seite Karl. That's it. Ciao. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Das hier. Das hier und da. So, Kaffee ist fertig. Und was da reinkommt, seht ihr gleich. Das ist der nächste Schritt. Also, die Nudeln kochen und gleich geht's wieder weiter. So, und fertig ist der Schmaus. Nudeln mit Pesto Barilla Rustico. Schmeckt. Ich habe schon probiert. Abschmecken muss ja sein. Bis dann.